Erfolgsgeheimnis ist sicher, dass die 5 Serviceclubs miteinander arbeiten und miteinander eine Veranstaltung machen. Nur so ist es möglich, so eine tolle Veranstaltung auf die Füße zu stellen. Nur so ist es möglich, wirklich auch gemeinsam einen ordentlichen Betrag zusammenzubekommen, um tolle Projekte in unserer Region, in Tirol, zu unterstützen. Es wird ein tolles Orchester geboten, das aus Bayreuth kommt, das Big 10, das sicherlich in Deutschland einer der großen Orchester, Big Bands auch ist, die auf großen Tanzveranstaltungen, Tanzturnieren sonst auch spielen. Ja, wir haben eine ganz tolle Mitternachtseinlage, ja, auch aus Deutschland, diesmal eine Akrobatik, die uns sicherlich ein wenig verzaubern wird. Aber ich finde auch die Bars ganz, ganz toll. Es ist der Meierhofer Andi, der ja vielen bekannt ist, draußen im Zelt, der wahnsinnig tolle Whisky und Rum hat, aber auch gute Zigarren. Und es sind die zwei Barkeeper heute zum ersten Mal dabei, vom Stollen 1930. Und die oben eine wahnsinnig tolle Gin-Bar mit toller Auswahl uns bieten. Also es ist ganz, ganz schwer zu sagen, wo ich am liebsten bin. Heute findet ja der Charity-Ball schon zum 15. Mal statt. Was macht denn diesen Ball zu etwas Besonderem? Also erstens einmal die Location, wenn man da reinschaut, da können wir uns schon mit anderen Locations vergleichen, auch mit Wien und so weiter. Und das Nächste ist, dass so viele Serviceclubs zusammen das machen. Ich glaube, das ist auch eine ganz Besonderheit. Ich bin sehr gespannt, das ist mein erster Ball in Kufstein und man hört sehr viel und deshalb freue ich mich sehr auf das, was uns heute erwartet. Smalltalk, Networking, ich finde das ganz interessant an so einem Abend und natürlich auch das Trinken und das Tanzen. Ja, man trifft viele Bekannte, es ist eigentlich einer der wenigen Bälle noch, sage ich mal, im ganzen Bezirk und ja, es macht Spaß. Man trifft wirklich sehr viele Leute, die man vielleicht so unterm Jahr nicht immer trifft und von daher macht es richtig Spaß. Man kennt Beine und man fühlt sich sofort wohl und trifft sehr viele Leute, die man kennt und mit denen man einen schönen Abend verbringen will. Na, ich finde es so schön, wenn man sich einmal wirklich wieder schön machen kann, ein schönes Kleid anziehen und auch alle rundherum und um so schön angezogen sind. Wie schaut denn jetzt der perfekte Ballabend aus? Dass man bei diesem Ball besonders ein bisschen ein lockeres Geldbörserl hat und dass man gern tanzen geht, dass er gute Musik ist und dass er erst frühestens um 4 Uhr endet. Schöne Menschen, gute Stimmung und schöne Musik. Und gute Tänzer. Gibt es genügend gute Tänzer da am Ball? Haben Sie das schon feststellen können? Ja, absolut. Also wir haben ja seit 10 Jahren arbeiten wir daran, dass wir das Unterland tanzfit machen und das ist der Beweis. Man braucht sich nur umdrehen, da findet es statt. Naja, sich amüsieren, Freunde treffen, sich unterhalten, austauschen, aber eben auch tanzen, Musik. Einfach vor über allem ein bisschen was. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Musik, auf einen schönen Abend, auf die Mitternachtseinlage. Bin ich echt gespannt wieder.